En de messen die zeer actueel is, natuurlijk die boegmessen. In Frankfurt is het de grootste boegmessen der wereld, ik geloof die grootste. Als je op z'n maal waren van de boegmessen, dan bestellen die leute alles. Dat is schön, de boegmessen. Die komen daar rein en bestellen dan 1000 kilo simmel, 500 kilo kneef, 300 kilo kraas. En zo. Dat is zeer interessant. Maar, zum eerste maal is dat de boegmessen Rood China vertreden. Dat zeg ik maar dan officieel. Die Volksrepubliek China is dat. Ah, Ludica Lely. Ludica Lely. Sie sprechen ein bisschen Deutsch? Ja, ich habe Deutsch studiert zwei Jahre. Zwei Jahre? Zwei Jahre. Als Student an der Universität? Nein, Koch auf der Reeperbahn. Koch auf der Reeperbahn? Ah, ja. Ja. So studiert, ja. Und ja. Sie sind hier auf der Buchmesse. Ja. Aber, Entschuldigung, wo sind die Bücher? Wir brauchen ein Buch, nicht Bücher. Hier. Mauerbibel, hè? Nur Mauerbibel, ja? Dat is niet. Ah ja, want dat is dan alles wat ze zo. Ja, wat hebben? Nee? Oh, en sorry, ik heb een nieuw overhemd. Er zit nog een nadel erin. Akupunktur. Akupunktur, ja. Zo. Want ze alleen vertreden als die Volksrepubliek China. Ja, ik vertreten 888.094 Söhnel und Töchtel Maus. Ja. Er kommt immer wieder einer dazu, ne? Immer wieder, ja. Toll ist das. Aber 800 Millionen, also mehr als 800 Millionen, so viele Einwohner. Junge, das muss ein schönes Geschäft sein, um in China ein chinesisches Restaurant aufzumachen. Das muss toll sein, ne? Aber dass man das jetzt sehen kann, dass da immer wieder die neuen Einwohner dazugezählt werden, das ist ein tolles Produkt, ne? Ja, wir sind sehr produktiv, ja. Ja. Wir haben Atombombe. Ja. Aber die Pille scheinbar noch nicht. Fünf Fliege. Meine Schwester. Wie wissen Sie das? Meine Schwester immer fünf Fliege. Moment. Ist er kaputt? Nein, es ist eine schwelle Entbindung. Vielleicht Kaiserschnitt. Nein, nicht. In China nichts Kaiser, nicht? Ist Mauerschnitt. Aber ist wieder gut. Wieder gut, ja. Bin gespannt, vielleicht kriegen wir noch eine schöne runde Zahl zusammen. Nein, da passiert nichts mehr. Ja, jetzt in China 12 Uhr, Mittagspause. Aber jetzt mal wieder was ganz anderes, meine Damen und Herren. Aber ich muss etwas verraten, denn vielleicht haben Sie am Anfang der Show sich abgefragt, wer war doch der Mann, der diese Chinese gespielt hat. Und es steht hier neben mir, es war Peter Weck. Ich weiß nicht, ob Sie ihn erkannt haben. Herr Peter, macht es ein bisschen Spaß, so in einer Show so? Ja. Mitzumachen? Ja, sehr. Du bist Schauspieler und wir machen Shows, was anderes. Macht Spaß? Sehr. Ich habe mir gedacht, es könnte ein bisschen, also weniger dezent zugehen, ne? So ein bisschen mehr Klamauk. Klamauk? Ja. Klamotte, Slapstick, meinst du? Slapstick, ja. Torten, ja. Torten ja. Und so. Ja, so. Ja. Nee, das mögen wir nicht. Nein, im Gegenteil. Ich meine, wir wollen Unterhaltung bringen, aber auch mit ein bisschen sozialkritisch, weißt du, und auch mal Probleme anschneiden. Zum Beispiel hier habe ich ein Problem. Ich meine, dass wir auch auf der Messe sehen, Verpackungen und so. Ja? Ja, denn einer der größten Probleme heutzutage ist noch immer das Öffnen von einer Flasche. Das ist noch immer einer der größten Probleme für eine Hausfrau. Das ist wirklich ein Problem. Ja. Und meine Firma von Verpackungsmaterial möchte mal zeigen, wie schwierig das ist, eine Flasche aufzukriegen. Darum haben wir hier einen 1000-Mark-Schein drin. Oh. Und wer dann diese Flasche aufkriegt, kriegt diese 1000 Mark. Das ist ja lächerlich. Sehr leicht verdiente 1000 Mark. Aber muss wohl mit bloßen Händen passieren. Ja, ja. Mit bloßen Händen. So x solche Flaschen aufgemacht. Das versuchen? Ja. Ich schaff's nie. Bitte. Aha. Darf ich mich setzen? Ja, natürlich. Ich schaff's nie. Machst du ruhig weiter. Ja, dann kann ich inzwischen mal erklären, warum es geht. Meine Damen und Herren, man fliegt heutzutage zum Mond. Man kann Fernsehen, man kann ein jemand anderes ein anderes Herz geben. Aber es ist noch kein wissenschaftlicher gelungen, eine Lösung zu finden, um eine Büchse Sardinen aufzumachen. Denn wenn man da an so einem Ding dreht, was passiert? Dann meistens so ein Ding bricht dann meistens ab. Nur zufälligerweise geht diese
Aber es geht, aber normalerweise brechen die immer ab. Oder man snijden die vinger af. Maar wir machen das alles, unsere Firma, viel einfacher, weil wir haben gedacht, wir gehen aus von der Natur. Was macht die Natur? Ein Huhn zum Beispiel hat nur ein Ei. Eine Eierschale und darin ist dieses Eiweiß und Ei, alles ist da drin verpackt. Und so etwas ist ganz leicht zu öffnen. Man braucht nur eben hier so zu klopfen nicht. Und man macht einfach zack und schon ist das auf. Und darum haben wir gedacht, wir machen jetzt alles in diese Art von Verpackung. Wir haben hier ein Plastikei. Hammer, hier. Und so ein Plastikei ist ganz einfach. Man nimmt einfach die Schraube ab. Und man gießt einfach so ein Schnaps oder was es dann noch ist, ins Glas rein. Man muss ein bisschen drücken natürlich, sonst kommt das nicht raus. Aber es ist natürlich viel praktischer als, sagen wir, eine Flasche oder sowas. Darum haben wir jetzt alles in Plastik verpackt. Mayonnaise, Senf, Ketchup. Was ist Ketchup nicht für ein Problem? Ketchup, wissen Sie noch, wenn mal die Flasche auf ist, müssen Sie immer stoßen und die stinkt auf den Weg. Und das ist nun mal ein fürchterliches Problem. Aber nicht nur das, wir haben auch gedacht, wir machen jetzt eine Tube. Eine Tube mit Ketchup. Einfach die Schraube ab und man drückt einfach drauf. Und da kommt schon, kommt es raus. Und darum möchten wir auch mal zeigen, das Problem, zum Beispiel mit einer Kinder, die eine Flasche aufmachen müssen mit Limonade. Das ist für die Kinder ein fürchterliches Problem. Wir können das mit unserer Kraft, aber die Kinder nicht. Und darum haben wir hier alles jetzt in Karton. Und die Kinder brauchen nur diesen Strohhalm so rein zu pixen. Und so können die Kinder daraus trinken. Aber Milchflaschen und sogar Milch in Karton ist nicht so praktisch. Besser ist diese Plastikverpackung für Milch. Einfach diese Milch helpen Sie natürlich. Sie nehmen einfach eine Schere und schneiden das an. Und so läuft das alles so raus. Und Kaps! Was hast du? Ich hab 1000 Mark. Hast du auf? Kaps, ja. Hast du auf? Ja, na, Proviziat, hä? Eigentlich sind sie nur mehr 500. Wieso? Ja, 500 gehen für die Reinigung auf. Ja. Aber, Peter, wenn du je Verpackungsmaterial brauchst, wendest du dich dann an unsere Firma, ja? Die Adresse steht hinten drauf. Wo hinten drauf? Auf diesem 1000 Markschein.